Ja, schau mal nicht so geradeaus, sondern ein bisschen höher, ein bisschen in die Luft, okay? So kann man mir in den Ausschnitt gucken. Ja, okay. Alter. So. Hallo und herzlich willkommen beim Multiplayer. Wir zocken eu für euch. Wir zocken euch. Warum stirbst du eigentlich immer? Keine Ahnung. Okay, ich verstecke jetzt die Hände unter meinen. Ich habe mich doppelt. Das ist scheiße. Ja, mich stört's ja nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Multiplayer. Wir zocken für euch das geilste Modpack des Jahres 2014. Soll ich jetzt was sagen? Ja. Okay, gut zu wissen. Das reicht mir fast. Ja. Was? Ich soll herkommen? Hast mich aber nett drum gebeten. Auf diesem Kanal. Welches heißt? Was heißt? Wenn er heißt er halt Hallo. heißt. Komm. Hallo, Süßen. Ihr Süßen. Hallo, ihr Milchschnitten. Und das Team von Multiplayer hat sich überlegt, was könnten wir zocken? Und wir haben gesagt, nein, wir könnten das zocken. Also haben wir es gezockt, hier sind wir. Das beste Modpack dieses Jahres. Ja, ist ja 2014. Ja. Das ist ja schön. Schön. Hast du schön gemacht. Ja, das. Ha, jetzt fängst du auch damit an. Jetzt darfst du dich nicht mehr bei mir beschweren. Ich habe dich eigentlich nur nachgeäfft, aber gut. Weil ich mag den Spruch überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Ich feiere das. Ja, Warum kann ich mich da nicht dran erinnern? Keine Ahnung. Ist eigentlich schon mal aufgefallen, dass wir auf einer Wolke über den Wolken anfangen? Dann mache ich jetzt die Wolken aus. Ja, ist vielleicht besser, ja, in der Tat. Alter, wir schauen aus, als hätten wir uns schon geklont, ehrlich. Nur bei dir ist was schief gelaufen, da war zu viel Alkohol im Spiel. Deshalb bist du Ja, ich blau weiß. geworden. Hallo und herzlich willkommen bei Multiplayer. Wir zocken für euch das geilste Spiel des Jahres 2014. Wir, das sind David und ich, der Tigerwee, yay! Von Multiplayer übrigens. Ja, es kommt immer gut, zweimal den Kanal zu sagen. Haben wir Gut. das? Okay, gut zu wissen, ja, schön, schön. Mach weiter. Ja, ich würde sagen, wir gehen erst einmal von dieser Wolke runter, oder? Ja, von Wolke 7 fallen wir runter jetzt. Hä? Oha! Ah, ui! Oh, ich hab's überlebt. Gut, ich bin übrigens drauf gekommen, dass ich noch im Gamer bin. Warum komme ich hier nicht hoch, verdammt nochmal? Was war jetzt ein Fail? Hier ist irgendwie so ein Block, der kleiner ist. Ja, was ist das für eigentlich für ein Modpack? Das sollte ich jetzt erklären, Ja, ne? warum komme ich hier nicht hoch? Das sind Blöcke, die sind kleiner. Genau, wir spielen das am Montag erschienene, ne, eigentlich ist es schon früher erschienen, aber ab Montag Also, downloadable. Alter, hört sich das kacke an. am Montag, also es ist offiziell am Montag erschienen, es hat aber schon am Freitag war schon der Early Access für die Leute, die dafür gespendet haben für eine Genau. Charity-Aktion für, ich glaube, für was war das? Damit Kinder ihre Spielzeuge kriegen oder so. Alter, jetzt wird Oh, schon eine direkt Ananas. dunkel. Ja, wir wollen Ja, von. so. Ich würde sagen, wir machen noch einmal hell, dass wir den Tag von ganz Anfang haben. Ich habe eine Nee, soll Ananas. ich oder machst du? Mach du. Ich hab den Cheat-Mode aus. Kann ich das essen? Nee. Ja, du kannst ja auch eingeben, oder? Ja, das dauert mir zu lang. ja, haben wir jetzt eigentlich inzwischen schon erwähnt, dass dieses Modpack das. Verdammt, das habe ich vergessen! Attack of Attack the of the B-Team. B-Team, genau. Und das ist einfach das beste Modpack ever. Ja, also finden die persönlich hin. Ja, findet Also ihr sicher. es sind nicht so
so viele bekannte Mods drin, aber es sind richtig geile Mods drin. Ja, wie zum Mann. Beispiel, was? Also, mein persönlicher Favorit, beziehungsweise meine persönlichen zwei Favoriten sind einmal der Tornado Mod. Ja, der ist also gut. Die Tornado Mod. Und dann Flans Weapons Mod, die ist auch drin. Ja, der ist auch. Das finde ich vor allem sehr gut. Dann können wir so ein paar kleine Battles mal machen oder so, je nachdem. Wenn wir da Bock zu haben, irgendwann mal, wenn wir da ein paar Waffen haben. Ja, und für die Leute, die den Tornado-Mod nicht kennen, der sorgt dafür, dass einerseits hier eben so die ganze Zeit Blätter durch die Luft fliegen und es auch so eine gewisse Windigkeit, nenne ich es mal, entsteht. Ja, ab und zu kommt auch so ein Windsound und so. Also schon richtig gut. Und das ist leck. Ja. Warte, ich kann nicht mehr sprinten. Scheiße. Was kann man hier draus machen? Cocktails. Na, lecker. Pineapple Cube. Es gibt auch die Dubstep Guns von Saints Row 4 zum Beispiel. Finde ich auch ziemlich geil, dass die drin sind. Ach, und ich habe schon wieder meine. Weißt du, krieg ich auch was? Das macht einen halben Hunger, Alter. Ich kann nicht mehr sprinten. Hier. Es gibt auch sowas wie Reis zum Beispiel. Reis? Reis, ja. Okay. Und Sofas gibt's auch. Der Mr. irgendwas, Mr. Ich hab keine Ahnung, wie der heißt. Mod. Warte, das habe ich eben noch gelesen. Mr. Verdammt, wie heißt der? Stehst du gerade oder steht der Server? Mr. Crayfish Furniture Mod. Ja, genau. Da kann man sich so Sofas bauen und so. Mhm. Cool, aber man kann sich da nicht reinsetzen. Ich hasse dich manchmal, weißt du das eigentlich? Kann man hier eigentlich drauf stehen? Alter. Nee. Ja, wo fangen wir denn am besten mit an jetzt hier? Erstmal würde ich sagen, wieder wie immer ein bisschen Höhle, oder? Ja, wie immer. Genau, mit den Folgen werden wir es so machen. Wie lange machen wir die? Hast du auf die Uhr geschaut, wenn wir angefangen haben? Ja, es wird bei mir eh angezeigt. Ich würde sagen, machen wir immer so 20 Minutes Folgen. Und wir machen es so, es kommt immer eine Folge aus der Sicht von David und danach eine Folge aus der Sicht von mir. Jetzt eigentlich umgekehrt, aber geil. Ja, scheißegal. Du nimmst die erste Folge auf. Und wir sind ja gerade zu blöd, den Berg hochzusteigen. Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Mikro immer so blöde Spackungen gehabt hat. Ja? Ja. Warum? Oh. weil mein Handy daneben gegangen ist. Ja? Gestern hast du doch gesagt, das hat nicht daneben gelegen. Ach komm, gehen wir woanders lang. Ja, es war nicht direkt daneben. Ah, Schafe. Das ist gut. Ja, jetzt kann ich gleich mal die nächste coole Neuerung zeigen. Ich kann nicht mehr sprechen. Das ist die beste Neuerung, die es gibt. Das hier. Wenn man ein Viech tötet, dann verwandelt man sich in dieses Viech. Beziehungsweise es geht mit allen Mobs, glaube ich. Ey, ich will auch ein Schwein sein. Bist du das? Ein Schaf, meine ich. Ja, das bin ich. Ich muss das Schaf schlachten. Alter, oh, scheiße, ich verrecke. Warum? Warum verreckst du? Kann man Moos essen? Ja, weil ich kann. Hast du eine Spitzhacke oder so? Ich hab nicht mal was zu essen, ich hab Hunger. Ich kann nicht mehr sprinten. Hilfe, ich werd vom Schwein. Vom Schaf. Warum sage ich Schwein? Oh. Da ist nämlich Kohle schon. Ja, komm, hol uns. Kannst du erstmal aufhören? Schafe droppen auch Fleisch, gell? I know. Ja, hättest du mir ruhig geben können. Ich hab dir eben auch Pineapple Stinks gegeben. Pineapple Cubes. Pineapple Stinks. Cubes. Belladonna Seeds. Ja, hab ich auch. Ich hab mich immer noch doppelt. Warum? Ja, mich stört's nicht. Ja, hoffentlich ist das nicht in meiner Aufnahme dann so. Ach, viele, okay, viele. Erstens. Oh, Rubberwood. Wozu braucht man das hier eigentlich? Das ist ja cool, die Workbenches nehmen hier jetzt auch die, wie heißt, Texturen, die Texturen von den verschiedenen Holzsorten an. Tatsache. Das hat mich schon immer gestört. Wenn ich das Schaf sind auch wirklich. Auf Ö kann man sich nämlich wieder zurückfahren. Genau. Und ich bin wieder der Alte. Schade. Als Schaf hast du mir besser gefallen.
Würde dir interessieren, ob man auch als anderer Spieler verwandeln kann. Nein, das probierst du jetzt nicht aus. Der, soweit ich weiß, ist dieser Tree-Capitator-Mod nicht drin. Oder die Tree-Capitator-Mod. Nicht? Nein. Aber ist auch besser, weil sonst braucht man nicht mehr für einen Block irgendwie eine halbe Stunde zum Abbauen. Ja, alles hat seine Vor- und Nachteile, wa? Warum kann man eigentlich keine Steine essen? Ich hab Hunger. Gibst du mir jetzt endlich mal Schaffleisch? Ich habe alles gegessen. Alter, bist du ein Fretzsack, Alter. Nee. Hast du schon ein Schwert? Nein. Okay, dann mach ich dir eins. Hier. Dankeschön. Bitte schön. Ich gleich mal die Schweine da hinten. Und bringst mir schon das Fleisch mit? Können wir auch. Ich bin eine Kuh. Was ich auch cool finde, jetzt muss ich wieder zurückverwandeln, das ist echt etwas nervig, dass man sich fast jedes Mal verwandelt. So, ich habe schon mal ein Öfchen gemacht. Dann kann man das direkt braten. Sollte mir nicht mehr bauen. Wenn man sich zum Beispiel in Mobs oder beziehungsweise Tiere verwandelt, die im Wasser leben, dann kann man zum Beispiel, also wenn man sich jetzt in einen Tintenfisch verwandelt, dann kann man schneller schwimmen. Ja, das ist zum Beispiel ein Vorteil. Alter, ich gehe unter, wenn ich im Wasser bin. Ey. Kannst du mal aufhören, ich bin das! Achso. Das ist auch ein großer cool. Nachteil. So, jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie man sich zurückverwandelt. Und ich bin wieder ganz der Alte. Alter, ich bin halb tot. Ah, oh, scheiße. Ein Hühnchen! Alter, ich hab jetzt noch zwei Herzen. Ja, kann es sein, dass man dann auch nur weniger, also halt mehr Schaden bekommt und so, wenn man zum Beispiel ein Hühnchen ist? Ich glaub schon. Ich bin nämlich auch plötzlich halb tot. Nein, nur noch ein Hungerbalken. Nein! Warte, ich hab da Essen für dich. Ich bin auch viel zu jung zum Sterben. Aua. So. Ja, ich würde es braten halt. Hm. Ja. Eins davon gehört noch mir. Ach, warm. Hunger! Das Ganze läuft auf der. Oh, Scheiße. Auf der 164? Ja, das Ganze läuft auf der Scheiße. Okay, drei können dir, drei können mir, okay? Ja, ja. Also das Ganze läuft auf der Minecraft-Version 164. Mhm, das finde ich auch gut. Wegen der Tornado-Mod, ich bin mir jetzt nicht sicher, war es so, dass die Häuser, die man selber gebaut hat, oder Blöcke, die man selber gesetzt hat, dass die nicht zerstört werden? Also, nee, das ist nicht so, aber ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, ob die von alleine spawnen, die Tornados, oder ob man die selber heraufbeschwören muss. Weil man kann einen Tornado-Melder bauen. Ja, deshalb ja, dann muss man die ja selber heraufbeschwören, ne? Aber kommen die auch so ganz normal einfach so? Nein, vor? Einen Tornado-Sensor kann man bauen, damit so eine Sirene ertönt, ja, ja, wenn ein Tornado anrückt. Also ja, glaube ich schon, dass man dass der selber entsteht. Denn ich glaube, es war mal in irgendeiner Version von dieser Mod so, dass dass die nicht von alleine gekommen sind. Aber werden wir ja mit der Zeit sehen. Ja, aber wenn es einen Sensor gibt, glaube ich schon, dass sie von alleine kommen. Sonst bringt sicher der Sensor nichts, wenn wir sie nur selber blenden kann. Do you understand me? Ja. Kann man sich hier Spiegeleier machen? Mal gucken. Gibt's nämlich von irgendeinem. Ja, Spiegeleier. Ich bin Kannibale. Was ein Würstchen? Kannibale? Aus Rom. Achso, hä, was? Ist das nicht? Warte. Ist das Rottenfleisch? Raw Meat, wie bekommt man das denn? Ja, rohes Fleisch. Ich dachte schon, man muss sich aus Rottenfleisch muss man sich Würstchen herstellen. Bah. es wird Nacht.
Vielleicht ist es besser, wenn wir uns einfach erstmal in die Erde graben. Wir wollten ja eigentlich zurück in die andere Richtung gehen, wa? Weil da war ja ein kleines Haus. Stimmt, und eine Pyramide. Ja, ich nehme den Ofen mal mit und die Workbench. Ja, wir sollten uns zuerst eingraben, eindeutig. Ja? Ja, es wird dunkel. Ja, komm, wir können es ja schon mal auf den Weg machen. Ist es überhaupt auf schwierig oder so? Auf was steht die Schwierigkeit hier? Ja, schon, ich stell's mal auf. Stell's mal auf normal. Na. Also auf 2. So. Auch noch ein Schaf. Das heißt, wir haben. Warte mal. Jetzt habe ich mich nicht verwandelt, okay? Ja, ich auch gerade nicht. Scheint random zu sein. Ja, schon wieder nicht. Wo bist denn du? Komm, ja, ich komm gleich nach. Okay, also uns fehlen 2 Wolle, dann hätten wir 2 Betten. Gut. Also haben wir 4. Wir haben 4 Wolle, ja. Lose the paint leaf. Wie macht man diese Kackkarte auf? Mit N geht auf. Ja, mit N, okay. Aber auf M geht's auch, ja. Auf M ist aber diese Mondkarte. Nicht. Wie nicht? Da ist bei mir eine Sonne und da schwirrt die Erde rum. Nein. Klar! Bei mir halt nicht. Ja, bei mir aber. Ja, das habe ich schon verstanden. Okay, wo waren das? Ah, blaue Blätter. Jetzt. Ich weiß wohin. Sieht nicht schön aus. In welche Richtung bist du losgegangen? Da. Gut. Ich bin schon ein Zombie. Er weiß wohin und... Hilfe, Skelett! Von wo? Aha, im Wasser, ein Skelett! Nein! Musst du mich jetzt angreifen? Das bin ich, ja? Ja, ich weiß! Ich will ein Skelett sein. Alter, was hat denn der da hinten auf dem Kopf? Wer? Au! Hast du deine Helligkeit auf Bright gestellt? Ja. Der hat eine Polizeibox oder was auch immer das ist. Steht Police Box drauf. Oder ist dann... bist du das mit dem Schwert? Ja, ja. Ich bin das Skelett hier. Ihr greift mich nicht an. Ja, das ist ja cool. Doch! Ah, schade. Das wäre echt cool gewesen. Ja, das hätte ich auch heißt. Warte, kann man aus dem roten Flash was machen? Ich spinne. Ich spinne es an. Jetzt auch an Bäume. Ja, ich kann an Bäume hochklettern. Ist ja geil. Bah, ich habe einen Muskel. Ja, jetzt habe ich Hunger. Super. Ja. Ja, super. Das war cool. Ein Spider-Man. Ne, ohne den Man. Du bist nur eine Spinne. Übelst lahm irgendwie. Ein Boss spielt, kostet immer aber für 2. Und ich habe auch schon gesehen, es gibt so, ich gebe den Mod oder die Mod Necromancy. Ja, die gibt's. Oh. Ich will ein Creeper sein! Das schaut so bescheuert aus. Was? Ah, ich bin Creeper. Oh, ein Skelett. Wo ist das? Übrigens, damit man das auch mal sieht hier, ich bin jetzt ein Creeper. Ah, da kommt Skelett. Ein Creeper haut vom Skelett ab, Alter. Ich finde das einfach nur so lustig, Alter. Kommst du mit? Ach, hier bist du. Ah, das bist du, ne? Die Spinne, ja. Das ist ein bisschen kacke, man weiß nicht so wirklich, wer jetzt was ist. Au, ah! Oh! Was hab ich denn für ein komisches Bein? Oh, ich werde vom Skelett attackiert! Ich bin natürlich voll auf den Block gefallen. Du wirst vom Zombie verfolgt. Alter, wie viele... Alter! Ich bin gleich tot. Ich bin ein Zombie, ja. Ich auch! 3 Herzen. Ich hau ab. So, jetzt reicht's mir. Ich habe Lungen bekommen. Ich muss ja Ö drücken. Mach hin. Lauf. Ich hab grad Angst. Bin ich jetzt eigentlich wieder normal? Weißt du, wo du bist?
Ob ich weiß, wo ich bin? Ich bin abgehauen. Das weiß ich. Ja. Ich bin immer noch hier in dem gleichen Biom. Ich auch. Aber ich renne, ich bin jetzt an der Grenze zu dem grünen Biom mit den roten Bäumen. Okay, da komme ich. Bleib mal da stehen. Da hinten ist so ein, so ein... Eine Statue. Ja, genau, so ein aus Heu, Stroh. Stroh, ja, bitte. Da stehe ich. Gut. Aber... Da kommt ein Zombie. Ich habe ein Gehirn. Das ist ja interessant. Dass du auch sowas hast. Warte, da ist ein Spawner. Man kann übrigens auch, man kann... Oh. Gibt es eigentlich irgendeinen Weg, die Spawner zu verschieben? Das keine Ahnung, würde ich jetzt noch nicht nachschauen. Ich glaube, dass wenn man sich... Ich bin mir aber nicht sicher, wenn man sich... Ich nehme die Heuballen mal mit, weil man da Stroh draus bekommen kann. Damit wir zu essen haben, denn ich habe langsam nicht mehr wieder. Das bin ich ja da hinten. Der Villager-Zombie. Gut. Also, der bin ich vor dir, ja? Weil der andere nicht. Ja. Kann man eigentlich auch Eisengolems und sowas werden? Mal ausprobieren. Das wäre cool. Hätte man ja so viel Herzen, wenn das... Ja, das wäre cool, wenn man auch die Herzen übernehmen würde. Nee, da wäre man als Huhn direkt tot. Das wäre blöd. Na, jetzt bin ich auch ein Villager-Zombie. Okay. Ja, bei mir sind es ja schon wieder 20 Minuten. Das ist auch ein guter Punkt hier, um aufzuhören. Würde ich mal meinen. Dann graben wir uns aber am besten irgendwo ein. Ja, in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir dann zu dem kleinen Haus. Ja, wenn wir es wiederfinden. Ja, ich find's wieder. Ja, du bist nicht der Beste. Ja, ich würde schon wieder finden. Ja, mit Sicherheit. Klar. Ohne Karte nicht. Na klar. Wobei, ohne Karte würde ich wahrscheinlich auch nicht wiederfinden. Dann bist du schlecht. Okay, ich baue jetzt hier mit Heu zu. Weg. Weg! Lass mich doch mit Erde... Oh, ich hab keine Erde. Ja, lass mich doch mit Erde zu. Nee, ich hab jetzt das mit Heu genommen. Das mit Heu genommen, gut bedeutet. Ja, okay. Und ich sagen, beenden wir die Folge, oder? Yo! Bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Ciao. Ciao. Ja, die anderen müssen uns natürlich noch einen Begriff ausdenken in der Zeit. Denken und werden das überlegen, was das ist. Schrecklich. Genau, und wenn ihr denkt, dass ihr wisst, was es ist, oder halt, ja, einfach nicht im Chat schreiben, sondern, sondern einfach reinbrüllen. Was ist das? Macht den Gott. Rein! Weil Slug. Dartscheibe. Nein. Kopfsadrisch. Blutfleck. Weiß ich auch nicht. Nein. Roter Ring. Das Auge ist sauber. Red Ring of Death. Nein.